magisches Haustier Morphle kann sich in alles verwandeln. Los geht's! Mila, Morphle, der Betreuer rief an. Er sagt, er braucht eure Hilfe im Zoo. Okay, Papa. Morphle, verwandle dich in ein fliegendes Haus. Mila, Morphle, toll, ich brauche eure Hilfe. Könnt ihr beide helfen, diesen Pinguin, dieses Kamel und diesen Affen in ihr neues Wildnishaus zu bringen? Klar. Toll. Wir können alle in Morphle, dem fliegenden Haus, fliegen. Die Wüste ist heiß und trocken. Das ist das perfekte Zuhause für ein Kamel. Morphle, schau mal. Es ist ein Drache. Ich glaube, er will mit uns kommen. Ich denke, wir können ein neues Zuhause für ihn finden. Nicht wahr, Morphle? Yeah. Oh, oh. Der Südpol ist das perfekte Zuhause für einen Pinguin. Aber für einen Drachen ist es viel zu kalt. Okay, gehen wir an einen anderen Ort. Der Regenwald ist das perfekte Zuhause für einen Affen. Oh oh, aber ich glaube, der Regenwald ist zu nass für Drachen. Es ist nicht einfach, den perfekten Ort für einen Drachen zu finden, aber wir geben nicht auf. Sieh mal, Morphle, da ist ein Vulkan. Das ist der perfekte Lebensraum für einen Drachen. Okay, Drache, du scheinst dich in deinem neuen Zuhause sehr wohl zu fühlen. Jetzt ist es Zeit für Morphle und mich, nach Hause zu gehen. Drache! Oh, jetzt verstehe ich. Du bist ein magisches Haustier. Es ist egal, wo auf der Welt sich magische Haustiere aufhalten. Sie fühlen sich nicht zu Hause ohne ihre menschlichen Begleiter. Aber ich habe schon ein magisches Haustier. Morphle. Aber ich weiß, wo wir einen tollen menschlichen Begleiter für dich finden können. Im Zentrum für magische Haustiere finden wir schnell einen magischen Partner für dich.